für dich. Hey Mark, what's your ETA? I'm heading back now. Over. Proceed to 26.133 degrees north, 3.628 degrees east. Got it. Meine herzallerliebsten Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zum ersten Mal zu Project Megacity in Anno 2205. Manch einer kann vielleicht gar nicht nachvollziehen, was das für mich bedeutet, dass wir jetzt endlich anfangen können, weil vor knapp 4 Jahren wurde mein Kanal mit dem letzten Anno gestartet. Inzwischen hat sich in meinem Leben dadurch sehr viel verändert und deswegen finde ich es ganz toll, dass wir jetzt endlich loslegen können. Und das machen wir auch einfach. Ich könnte ewig labern, aber das machen wir während dem Projekt. Viel Spaß! Samantha Beaumont, Leiterin des Mondlizenzierungsprogramms bei der Global Union. Es gibt viel zu besprechen, aber zunächst möchte ich Ihnen Adam vorstellen. Eingehende Nachricht. Danke für Ihre Teilnahme am Mondlizenzierungsprogramm. Das Programm schreibt vor, dass Ihre Unternehmen funktionsfähige Raumhäfen als Basis für eine neue Mondkolonisierungswelle baut. Sie werden die Global Union ferner bei der Entwicklung eines Fusionsenergiereaktors unterstützen, um die bevorstehende Energiekrise auf der Erde zu verhindern. Die Global Union wünscht viel Erfolg. Offiziell sind nur Megacorps im Programm zugelassen, aber ich habe mich persönlich für sie eingesetzt. Sie müssen sich nur noch mit dem Namen ihrer Firma anmelden. Okay, wir dürfen uns jetzt direkt einen eigenen Namen geben, da bin ich immer sehr schlecht drin. Aber ich würde sagen, in Anlehnung an gute alten Zeiten und an den Namen des Projekts hier, nehmen wir uns jetzt einfach mal Megacity Inc. sowie Incorporated. Und das ist ja schön zweideutig, weil Megacity Incoming, hoffe ich zumindest. Okay, das wäre jetzt mein Name. Danke. Aber ich muss auch ihr Firmenlogo sehen. Eine Firmenlogo. Zwecke der Identifizierung. Also auf dem Anno-Event in Hamburg hatte meine Firma eine Karotte als Firmenlogo. Das war sehr geil. Aber was haben wir denn sonst noch Schönes? Es gibt auch hier einen süßen Piepmatz zum Beispiel. Ah ja gut, hier Global Distrust wäre natürlich geil. Aber das müssen wir erst im Ubisoft Club freischalten. Na gut, was nehmen wir denn heute? Ich würde sagen, ich finde glaube ich das hier ganz cool. So eine Mischung aus Drache, Piepmatz, man weiß es nicht so genau. Aber wir können das auch später noch wechseln, insofern. Ich will nicht unhöflich sein, aber wir haben... Und sie macht uns schon Stress hier. Ja, ich bin ja schon dabei. Die Vorgesetzten der Union haben Ihnen gegenüber Bedenken geäußert. Aber ich habe Sie überzeugt. Sie sind sogar willens, Ihnen erstklassiges Gebiet für Ihr Hauptquartier zuzuweisen. Wählen Sie einen Sektor. Die hat aber gut überzeugt, was wir hier alles für extra Karten kriegen. Also, wir können jetzt den Startsektor wählen. Und man spielt aber am Ende dann ja eh auf allen dreien. Insofern, man fängt halt auf einem an und... Da wir sowieso später alle nehmen. Die haben halt unterschiedliche Größen und so, ne, sieht man ja alles hier unten. Und die haben halt alle so eine Besonderheit, ja. Zum Beispiel kann man auf der einen halt irgendwie die Staudämme bauen und auf der anderen noch was anderes. Ich würde aber fast sagen, wir fangen auch hier wieder mit dem Walbrook-Becken an. Zahlreiche große Inseln, viele Mineralienressourcen, Platz für Siedlungen. Und hier haben wir diese stillgelegten Staudämme, die wir für sehr viel Energie, ja, wieder in Schuss bringen können. Das ist also eigentlich ganz cool. Würde ich sagen, nehmen wir die mal. Was haben wir da? Da weiß ich gar nicht, das habe ich noch gar nicht gesehen, was das ist, aber wir sehen das ja dann, wenn wir dann da irgendwann mal hinkommen. Fast fertig. Wir müssen nur noch die Bedingungen des Vertrags mit der Global Union aushandeln. Alle Einzelheiten festklopfen. Ja, jetzt sollen wir uns noch eine Schwierigkeit auswählen. Finde ich ein bisschen
schwierig, mir eine Schwierigkeit auszuwählen. Normalerweise würde ich sagen, also ihr würdet wahrscheinlich sagen, Experte, wir machen es schon schwer. Andererseits will ich ja auch gut vorankommen und nicht die Gefahr haben zu scheitern. Man kann also hier zwischen den drei Sachen wählen, man kann aber auch noch selber festlegen, was man möchte, so wie wir das früher auch hatten. Also was ich auf jeden Fall anhaben möchte, ist das Gebäude versetzen. Das ist eine sehr coole neue Option, was mir richtig gut gefällt. Auch die versteckten Container sind ganz nett. Von mir aus können wir die Militärstufenvorschritte ein bisschen langsamer machen, weil dann dauert das ein bisschen länger. Ich finde das Militär eigentlich ganz geil. Also ich will es mir jetzt auch nicht schon zu schwer machen. Ich habe zwar schon ein bisschen gespielt, aber auch nicht so wirklich viel. Ich würde sagen, wir können die Baukostenerstattung auf jeden Fall mindestens mal auf die Hälfte setzen, weil wir ja Gebäude verschieben können. Wir können es eigentlich auch... Komm, wir machen die Baukostenerstattung ganz weg. Nachher ärgere ich mich vielleicht drüber, aber wir können Gebäude ja verschieben. Da brauche ich die Erstattung eigentlich nicht unbedingt. Außerdem würde ich sagen, Startcredits können wir ruhig auch ein bisschen runtersetzen auf Mittel. Da müssen wir nicht am Anfang so mega viel Kohle haben. Die sollen wir uns ja selber... Dingensen. Aufträge können wir von mir aus auch ruhig auf normal machen. Die müssen nicht so oft kommen. Da wird es alles hier schon ein bisschen schwieriger. Dann würde ich sagen, wir machen auch die Erträge einfach auf Mittel. Ja? Da haben wir ein gutes, faires. Ist nicht zu schwer und auch nicht zu leicht. Ich glaube, dass die Nothilfen, da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Ich glaube, dass die Nothilfen sind, ob man Hilfe kriegt, wenn man pleite geht. Weil wenn man komplett pleite geht, dann ist die ganze Firma, das ganze Safegame weg. Und das ist natürlich nicht so nice. Aber ich würde sagen, dann setzen wir das auch auf schwer. Und ich hoffe, dass ich damit richtig liege, dass das nur diese Kredite angeht. Dann würde ich das jetzt so lassen, wie wir es jetzt haben. Haben wir so eine gute Mitte gefunden. Und ich hoffe, wir haben uns damit nichts verbaut. Und es ist trotzdem auch nicht so leicht. Gut, dann würde ich sagen, Tutorial lasse ich erstmal an. Können wir, glaube ich, später noch deaktivieren. Los geht's. Okay, machen wir. Sie beginnen jetzt Phase 1 des Mondlizenzierungsprogramms. Die Global Union hat Ihnen ein Gebiet in der gemäßigten Zone der Erde zugewiesen, wo sie einen Raumhafen und eine Operationsbasis errichten können. Der Bau eines Weltraumaufzugs zum Hauptquartier der Global Union ist ebenfalls erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Kontaktperson. Weite Wiesen und majestätische Berge. Und bald werden Sie dieses Bild mit einer beeindruckenden Skyline ergänzen. Aber bleiben Sie aufmerksam. Ich bin darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass eine Firma der Big Five den kaputten Damm seit einiger Zeit überwacht. Das könnte sich irgendwann als nützlich erweisen. Aber ihr Hauptziel ist, hier einen Raumhafen zu bauen. Die Baustelle des Raumhafens an der Küste ist immer noch unbesetzt. Aber sobald sie die nötigen Unterkünfte gebaut haben, werden ihre Bauarbeiter eintreffen. Okay, damit sind wir jetzt endlich auf unserer Karte. Wir haben auch schon den Hinweis bekommen, ja, wir können später möglicherweise uns um diese Staudämme noch kümmern, aber erstmal haben wir ein anderes Ziel. Es geht um das Mondlizenzierungsprogramm. Das sind so ein bisschen die Sachen, die ihr vielleicht auch schon aus der Gamescom-Demo kennt. Es sind viele Dinge zu beachten, aber Adam hat eine Datenbank zusammengestellt, in der sie auf alle nötigen Informationen zugreifen können. Die quatschen einen immer zu. Das ändert sich, glaube ich, in keinem Ahnung. Also, unser Ziel ist jetzt erstmal das, was hier links steht, ne? So ein bisschen eine kleine Stadt aufbauen und erstmal einen Anfang machen. Eine Sache, die ich auch schon, also die vielen von euch vielleicht auch erstmal, die viele von euch auch erstmal vielleicht schwer finden werden, ist, dass man kein Stadtzentrum mehr hat in dem Sinne, wie wir das aussehen. Wohnungen. Hallo. Da freue ich mich auf den Feierabend. Das ist aber schön, dass du dich freust. Man hat nicht mehr so dieses klassische Stadtzentrum. Das heißt, man muss sich selber überlegen, wo fange ich meine Stadt an und wo baue ich weiter. Da haben wir eine Kiste mit Biopolymeren. Das sind so kleine Kistchen, die man ab und zu einsammeln kann und dann gibt es eben so ein bisschen Goodies. So, wir brauchen 50 Arbeiter. Wohnhaus mit Lagerhaus verbinden, 25. Reisfarm bauen, Sonnenblumenfarm, Biopolymerfabrik, was sie nicht alles von uns wollen. Ja, auch Baumenü und so weiter. Also das Interface und die ersten Sachen, die habt ihr ja eigentlich schon gesehen, wenn ihr meine Gamescom angezockt Videos geschaut habt. Deswegen werde ich jetzt die Basics nicht nochmal alle erklären. Von vielen Megacorps als unnötiger Luxus eingestuft. Schön, dass Sie die Meinung der Union teilen. So, die Reisfarm ist damit gebaut. Das heißt, so ein bisschen Nahrung haben wir für den Anfang. Wir brauchen aber ja auch die Biopolymere. Und dafür brauchen wir hier die Sonnenblumen. So ein bisschen die ersten Baumaterialien eben, ne? Bauen wir die erstmal... Ah, passt nicht genau rein, schade. Es ist jetzt am Anfang auch nicht so wichtig, dass wir schön bauen. Weil wir ja alle Fabriken im Laufe der Zeit noch verschieben können. Später verlagern wir die Produktion vielleicht auf eine andere Insel oder auf einen anderen Inselteil. Insofern ist das jetzt erstmal am Anfang nicht so wichtig, dass wir schön bauen. Genau, die Biopolymerfabrik fehlt noch. Die macht dann aus dem Sonnenblumenöl hier. Gut, das Fehlen von Baumaterial sollte jetzt kein Problem mehr darstellen. Beziehungsweise Bioharz. Wir stellen Bioharz her an der Sonnenblumenfarm. Auch wieder schön, wenn man nah reinguckt, was sich da so alles tut und bewegt. Und hier machen wir aus dem Bioharz dann die Biopolymere, die wir zum Bauen brauchen.
So, das heißt, die Aufgaben haben wir erfüllt und dann geht's jetzt hier an die Arbeiter. Willkommen bei Anno 2205. Wirtschaftsaufbauspiel. Wachsende Bevölkerung mit Waren und Diensten versorgen. Ja, wissen wir doch alles. Wissen wir doch alles. Oben rechts haben wir auch was Wichtiges, wenn ich da nicht meine Facecam drüber klatsche. Da haben wir nämlich die Firmenstufe. Und die Firma, die wollen wir immer weiter voranbringen. Ich glaube, es geht bis über Level 100. Und da gibt es dann immer so ein bisschen Credits und seltene Materialien zum Beispiel, wenn wir da die nächste Stufe erreichen. Und die nächste Stufe erreichen wir jetzt hier zum Beispiel bei 102 Angestellten. So, Rechtsklick-Menü hatte ich ja aktiviert, kann man auch deaktivieren, aber ich finde das eigentlich ganz nett damit zu bauen. Da hat man die wichtigsten Sachen hier beisammen. Es gibt aber auch eigentlich für fast alles sowieso auch Shortcuts auf der Tastatur. Können wir die Fabrik drehen? Ich glaube nicht, oder? Mal eben gucken. Ne, passt nicht. Schade. Wenn wir da die... Aber da die Straße können wir ja nicht wegmachen, wir bauen die ja da. Aber wenn wir hier die Anbindung machen... Neues Gebäude verfügbar. Wir haben... Wind, genau. Energie haben wir freigeschaltet. Und das Transportzentrum. Energie haben wir aber noch genug. Hier unten sehen wir unsere Energie. 25 momentan. Arbeitskraft ist auch noch vorhanden. Logistik auch. Das ist ja so, ist auch ein bisschen neu alles. Achso, ich wollte jetzt gerade mal schauen. Wenn wir die drehen und da die Straße wegmachen, dann hat das Haus keine Anbindung mehr. Ist auch blöd. Ja, lassen wir die erstmal stehen. Okay. Vorsprung können wir auch. Das war immer so der Segensknopf. Also ich habe früher immer dauerhaft mit der Hand auf der Plus-Taste gespielt. Beziehungsweise bei 2070 dann immer unten in die Leiste gepackt. Glaube aber, die haben wir nicht mehr. So, schauen wir erstmal, dass wir das erste Objective hier erfüllen. Na, noch ein Wohnhaus fehlt. Na gut, das kriegen wir wohl noch hin. Jetzt müssen wir nur noch eben ein bisschen vorspulen. Ich schätze einfach mal, dass wir mit den 25 Wohnhäusern die 50 locker erreichen sollten. Gibt es Arbeit? Jo, sieht gut aus. Arbeiter gehören zu den Ersten, die bereit sind. Machen Sie in diesem Tempo weiter. Ihre Konkurrenten werden aufholen wollen. So, damit ist der Anfang gemacht. In der Bauphase brauchen Sie qualifiziertes Bodenpersonal, um den Raumhafen betreiben zu können. Halten Sie sich bitte an die Standards der Union, während Sie für die nötige Infrastruktur sorgen. Also gerade jetzt am Anfang kriegen wir natürlich noch viele Erklärungen, ja? Für alle, die das Spiel jetzt zum ersten Mal spielen, oder für die das vielleicht sogar das erste Anno ist. Eine Schande, wer zum ersten Mal Anno spielt. Aber schön, dass ihr euch zum Besseren bekehrt habt. Also wir brauchen Wasser. Unterversorgung mit Bestand. Genau, er sagt, wir haben zu wenig Wasser. Und da gibt es jetzt hier diese Entsalzungsanlagen für. Ist auch mal schön, das ist ja auch neu gemacht, dass wir immer genau sehen, wie viel wir produzieren pro Minute. Also, setzen wir das mal an einen Wasserbauplatz. So, und der braucht natürlich eine Straßenanbindung, genau. Naja, passt nicht genau, dann machen wir es so. Ja, Sie brauchen diese Entsalzungsanlage. Heutzutage ist das die einzige Möglichkeit, Trinkwasser zu gewinnen. Ja, so ist das nämlich leider. Im Jahr 2205, da muss man sein Trinkwasser aus dem Meer holen. Und dadurch, dass wir ja von diesen Wasserbauplätzen nur eine begrenzte Anzahl haben, also ich glaube jetzt hier auf dem kleinen Inselchen 3 oder 4 oder sowas, da ist noch einer. Genau, 4 Stück jetzt hier auf dem kleinen Inselchen. Muss man sich das so ein bisschen einteilen, aber dafür produzieren die halt auch ein bisschen mehr. Also wir haben jetzt hier beim Wasser schon zum Beispiel ein Plus von 4. Das ist also ganz gut eigentlich. Energie haben wir noch ausreichend. Na gut, dann schauen wir erstmal, dass wir weiter schreiten in Richtung 200 Arbeiter. Und dann brauchen wir außerdem noch ein Infozentrum am Ende. Ziel ist ja vor allem hier erst einmal diesen Raumhafen auszubauen. Der ist natürlich jetzt noch in der ersten Phase oder in der nullsten Phase. Das ist jetzt nur das Gerüst. Und hier soll natürlich was draus werden mal. Wir wollen ja auf den Mond, in die Arktis, wohin nicht überall. Im Gange. Ich glaube, zu der... Warte, müssen wir zu der hinfahren oder können wir die anquatschen? Ich glaube, da müssen wir hinfahren. Oder quatscht die uns später an? Ich weiß das gar nicht mehr genau. Ich schicke einfach mal mein Schiff dahin und wir gucken mal. Mit dem können wir sonst jetzt gerade eh nichts machen. Im Gange. Dann soll das da mal hinschauen. Okay, für die 200 Arbeiter, wir haben jetzt 100, brauchen wir sicherlich noch ein paar Häuser mehr. Der Rest ist ja noch gesichert, Nahrung und Wasser. Insofern können wir einfach ein paar Häuser setzen. Dann bauen wir doch erstmal hier weiter. Und damit haben wir nämlich jetzt auch zum ersten Mal ein Firmenstufen-Upgrade erhalten. Stufe 2 haben wir jetzt hier oben. Und ja, ihr habt gesehen, da gab es ein bisschen Geld für. Also, wenn man es schafft, die Firma schnell hochzupushen, kriegt man immer wieder neues Geld. Auf dem Anzock-Event zum Beispiel in Hamburg gab es einen, der hatte eine dick negative Bilanz, aber hat einfach seine Firma so schnell hochgepusht, dass er immer so viel Geld wieder bekommen hat, dass er im Endeffekt dann doch irgendwie über die Runden gekommen ist. Es gibt also da
schon, das lohnt sich schon, die Firma voranzubringen. Und es hat ja auch so ein bisschen jetzt den Namen Endlos-Strategie, nee, Endlos-Kampagne haben sie es, glaube ich, genannt, ne? Oder irgendwie sowas, Endlos-Spielkampagne. Dadurch, dass jetzt beides so vermischt wird. Früher hat man immer Endlos-Spiel machen können oder Kampagne. Hier haben wir jetzt im Endeffekt beides zusammen. Es gibt also so eine Art Kampagnenmission, die man machen kann. Und das Ganze ist aber doch irgendwie endlos oder mündet dann am Ende in ein Endlos-Spiel. Und man baut halt eher so eine riesige Spielwelt auf, anstatt immer wieder neu anzufangen. Was ich eigentlich ganz cool finde, dass man nicht immer seine Stadt wegschmeißen muss und was Neues baut. So, sollen wir uns schon mal um Energie kümmern? Sollen wir schon mal Reis ausbauen? Können wir eigentlich machen, die werden gleich auf jeden Fall mehr brauchen. Dann setzen wir doch noch einen zweiten daneben. Dafür würde ich jetzt einmal ganz kurz hier die Straße wegreißen. Und Pipette war, genau, C. Ich muss mich erstmal wieder an die ganzen Shortcuts hier erinnern. Und da sehen wir jetzt auch direkt, dass wir dann bei plus 6 sind. Also gerade die Informationslage ist bei 22.05 einfach viel besser. Man kriegt immer direkt angezeigt, wie viel Produktion man hat, wo was fehlt. Manche sagen dadurch, dass es ein bisschen zu leicht geworden ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also nach dem Event da in Hamburg, wo wir schon mal wirklich in Ruhe auch in das Spiel reingucken konnten, habe ich nicht das Gefühl, dass man irgendwie unterbeschäftigt sein wird. Also, ich habe da 5 Stunden, glaube ich, durchgezockt und habe das am Ende das Gefühl gehabt, noch wirklich nicht viel geschafft zu haben. Insofern mal schauen, wie lange dieses Projekt hier wird. Aber ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. So, jetzt sind wir bei 100... Na, 175. Ich weiß jetzt nicht, ob die Häuser reichen. Wir spulen mal ein bisschen vor. Also anscheinend können wir hier noch nichts machen. Dann, ja, gut, dann holen wir unser Schiff halt wieder zurück in den sicheren Hafen. Ich glaube, dass wir da früher oder später dann den Anfang dieser Mission kriegen, um diese Staudamm-Ruinen hier mal wieder auf Vordermann zu bringen. Was auch wichtig ist, wenn ihr Anno 2205 selber spielt, das ist ein Tool, was viele, glaube ich, erstmal nicht selber entdecken, wenn man nicht darauf hingewiesen wird. Deswegen habt ihr ja mich. Hier unten gibt es nämlich bei den Kameramodi eine ganz coole Sache. Ihr könnt nämlich eure Tageszeit vorspulen. Neues Gebäude verfügbar. Erzähle ich euch gleich. Neue Baupläne verfügbar. Ah, wir können jetzt schon das Infozentrum bauen. Okay, aber ganz kurz. Also ihr könnt hier die Tageszeit vorspulen. Und das ist eigentlich ganz geil. Ich glaube auch, dass viele das nicht entdecken werden, wenn man es ihnen nicht mal sagt. Also es ist wie der Leuchtturm in 2070, so eine Abendstimmung geht. Oder Nacht geht, glaube ich, auch. Genau. Und dann fangen sogar die Häuser an zu leuchten und die Straßenlaternen. Und ich meine, das nächste wird dann wieder, oder ist dann morgen, glaube ich. Das gibt es ja auch noch. Genau, das ist dann Morgenstimmung. Und dann kann man wieder ganz normal zum Tag zurückkehren. Nur falls ihr selber spielt. Wusste ich nämlich zum Beispiel auch nicht, bis dann nach einigen Stunden in Hamburg mal einer das gesagt hat. Und plötzlich alle dann die Tageszeit verändert haben. Ach genau, Infozentrum wollten wir bauen. Setzen wir das einfach erstmal hier relativ zentral. Können wir uns ja später noch umüberlegen. Wobei, wenn ich das... Warte mal, kann ich das vielleicht reinsetzen? Der hat eine Anwendung. Es müsste eigentlich funktionieren, wenn wir hier die Straße wegmachen. Haben die trotzdem alle eine Anwendung? Ja. Und wenn wir dann hier das reinsetzen können, ja, sieht das noch viel besser aus. Eine große Bandbreite an Informationsdiensten. Damit könnten ihre Angestellten ihre Interessen und ihre Fertigkeiten weiterentwickeln. So, das ist jetzt das Infozentrum. Und da kriegt man hier zum Beispiel Daten, ja, wie ist die Luftfeuchtigkeit, Temperatur. Wobei ich meine, dass das immer gleich ist, was da angezeigt wird. Aber damit haben wir auch schon tatsächlich alle Anforderungen erfüllt für die nächste Bevölkerungsstufe. Also Nahrung, Wasser, Info. Das ist eigentlich schon das, was wir brauchen. Aber wir sehen hier unten eine rote Zahl, denn die Energie fehlt. Also bauen wir noch ein Windrad, eine Windkraftanlage und dann geht's Richtung zweite Stufe. Bedarf nicht länger deckbar. Genau das. Und damit haben wir jetzt hier einen Windpark, der auch nochmal ein bisschen Energie produziert. Der produziert jetzt zum Beispiel 50, wenn er maximale Arbeiter und so weiter hat. Und ich glaube, dass der restliche Strom, genau, der kommt vom Lager aus. Das produziert nämlich auch 50. Und das bringt sogar ein bisschen Geld ein. Das ist eigentlich auch ganz cool. Logistik, Strom. Das sind eigentlich so die drei Zahlen, die man vor allem im Blick haben muss, neben Nahrung und so weiter. Dass man hier immer genug von allem hat. So, dann können wir mal ein Haus aufsteigen lassen. Ich meine, genau, U ist immer noch aufsteigen. Und, das hatte ich auch schon in dem Angestellten-Video gezeigt, man kann jetzt so ziehen, das ist eigentlich ganz geil. Oder man befördert halt einzelne Häuser. Machen wir mal hier den Viererblock zum Beispiel. Okay, setzen wir alles in Bewegung. Glückwunsch. Bemerkenswerte Vorteile. Alle freuen sich, alle sind begeistert. Personal schneller zusammengestellt, als ich erwartet. Wir haben die nächste Bevölkerungsstufe. Für die erste Hürde mehr als bereit. Ja, das sind die... Erfordert, dass sie ihre Stadt über den Quatsch, du erstmal. ...mit der Raumstation der Global Union verbinden. Bislang setzen nur Megacorps wie die Big Five so eine Technologie ein. Aber sie haben sicher auch das Potenzial dazu.
Genau, also wir wollen den Raumhafen ausbauen. Dafür brauchen wir aber 1000 von diesen Administratoren, also der zweiten Bevölkerungsstufe. Und Baubots. Also die nächste, ja, so wie die Werkzeuge eigentlich. Ich glaube, die Baubots müssten eigentlich die Werkzeuge sein. Beziehungsweise früher gab es ja noch Holz-Ziegel-Werkzeug. Ich weiß gar nicht, ob es bei 2070 noch was gab vorher. Bauzellen-Werkzeug, gab es da noch was vorher? Ich glaube nicht. Naja, jedenfalls das Aufsteigen ist jetzt auch sehr bequem. Einfach immer durchziehen. Und währenddessen natürlich immer alles im Blick behalten, ja, dass man vor allem genug hat. Solange das der Fall ist, können wir ruhig hier weiter aufsteigen lassen. Natürlich noch mehr Verspätung. Sehr schön, sehr schön. Ansonsten hier oben haben wir ja die Zahlen, das kennt ihr ja auch schon, Bilanz, Bevölkerung. Wobei die Zahl, glaube ich, die müsste eigentlich global sein. Also wenn wir dann später auf verschiedenen Karten bauen, ist, glaube ich, die hier die Gesamtzahl. Und bei der Bilanz weiß ich es gar nicht, vielleicht auch. Hier blinkt etwas. Was möchtest du mir sagen? Achso, du willst mir wahrscheinlich nur sagen, dass wir dich ausbauen sollen, ne? Angestelltengewinne. Sie müssen viele Bilanzen im Auge behalten. Am wichtigsten ist dabei Ihre Credit-Bilanz. Bauen Sie Windparks? Bauen Sie Transportzentren? Nicht alle können befördert werden? Ja, ja. Also jetzt ist unser Ziel erstmal Baubots produzieren, Vitamindrinks produzieren, die Administratoren anheben und das Upgrade im Raumhafen beginnen. Ich würde sagen, das können wir noch machen für den ersten Part. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Fangen wir doch mal an, damit ein paar Baubots herzustellen. Dafür brauchen wir eine weitere begrenzte Ressource, nämlich diese Bergbauplätze. Und zwar einmal eine Feldspaltmine. Das sieht auch besonders cool aus, finde ich. Der braucht natürlich eine Straße. Soll er haben. Würde ich sagen, grenzen wir das mal hier so an. Damit haben wir jetzt ein Plus 5 hier bei den... Ich kann die Namen noch nicht. Was stellt der her? Nanokeramik. Nanokeramik brauchen wir, aber wir brauchen auch hier Kobalt. Können wir direkt daneben produzieren. Das ist jetzt die andere Bergproduktionskette. Ah, ich wusste, dass hier... Der Nick ist am Start. Nick Papadakis von Papadakis Enterprises. Wenn du einen guten Deal willst, komm in mein Lager. Nick Papadakis. Ja, der griechische Händler. Gut, wo sitzt der denn? Ich glaube da hinten, ne? Genau. Bei Nick kannst du richtig sparen. Bei dem können wir, wenn wir was brauchen, wenn uns irgendwas ausgeht, hier noch Waren aufkaufen. Aber ich denke, wir kommen erstmal so zurecht. Okay, damit haben wir die Grundmaterialien ja für unsere Baubots. Also brauchen wir noch die Fabrik. Die ist eine von den Fabriken, die ich besonders cool finde vom Aussehen her. Ich würde die jetzt einfach mal zu denen da oben hinsetzen. Da ist er ja eigentlich ganz gut bedient. Gut, Sie haben die Komponenten für den Lift beisammen. Und? Für das Liftkabel sind jedoch spezielle Materialien nötig, die Sie nicht herstellen können. Aber ich lasse Sie liefern. Das ist schön, dass du sie liefern lässt. Das ist sehr lieb von dir. Man merkt direkt, diese erste Produktionskette hier von den Baubots, die verbraucht sehr viele Ressourcen. Zum einen Bauarbeiter, aber auch zum anderen Strom. Diese eine Fabrik verbraucht so viel Strom, wie ein ganzes Windpark-Ding hier produzieren kann. Insofern, gerade am Anfang ist das ein bisschen schwierig mit dem Strom. Wir bauen direkt mal die nächste Windanlage hier. Warnung. Energiebedarf nicht. Und da geht dann die Bilanz ins Minus, die Arbeitskräfte ins Minus. Also, wir brauchen auch mehr Arbeiter. Und da gibt es schon wieder das nächste Gebäude. Was haben wir denn jetzt freigeschaltet? Ah, okay, jetzt können wir hier die Vitamindrinks herstellen. Ich denke mal, gerade diesen ersten Teil, da muss ich jetzt noch nicht so viel erklären. Das haben alle schon irgendwie gesehen, sei es bei meinen Videos oder auch im Internet. So ganz kann ich es aber nicht lassen, immer so ein bisschen zu erzählen, was ich so mache. Okay. Das reicht immer noch nicht. Wir brauchen noch mehr Arbeiter. Es wird ja weniger. Achtung. Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Genau, also die sagen uns jetzt hier an, das haben sie alles ja, aber jetzt hätten sie gerne Vitamindrinks. Können wir dann herstellen, sobald die Baubotproduktion ordentlich läuft. Also da unten werden diese Baubots gepresst. Ich finde, das sieht sehr cool aus. Tschu! 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 Warnung, menschliche Ressourcen ungenügend. Menschliche Ressourcen ungenügend. Das klingt ja. Ich kümmere mich schon drum. Alles gut, ich kümmere mich schon drum. Wir können jetzt auch, dadurch, dass wir die zweite Stufe haben, die ersten Wohnkomplexe bauen, also diese größeren Wohnflächen, die finde ich auch sehr cool, und haben auch schon die nächste Firmenstufe. Nummer 3. Marktwert ist gestiegen. Gibt noch weitere Credits. Also die Wohnkomplexe gibt es ab Stufe 2, die haben dann im Endeffekt 4 Wohnungen in einem Komplex. Sie sollten dieses Vorgehen auch in Zukunft öfter anwenden. Und dadurch haben wir halt direkt viel mehr Möglichkeiten und wir müssen weniger Straßen bauen, was auch sehr cool ist. Und es sieht auch ganz schick aus, finde ich. Man hat halt ein bisschen was Unterschiedliches.
Okay, damit haben wir jetzt wieder einen Plus bei allem hier unten. Das heißt, die Baubot-Produktion läuft jetzt mit 100%. Strom ist auch gesichert. Aber wir sehen, wir brauchen dringend Vitamindrinks. Ich würde aber sagen, wir haben den Anfang ja gemacht. Die ersten Siedler sind jetzt in unserem Anno 2205 Megacity-Projekt dabei. 540, um genau zu sein. Und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Das war's aber auch schon mit dem ersten Part. Beim nächsten Mal geht's dann Richtung Vitamindrinks, Richtung Raumhafenausbau. Mal schauen, was da so kommt. Ich bin sehr gespannt, wie lange dieses Projekt wird. Und ich würde sagen, wir machen das so über 2070. Wir spielen einfach drauf los, solange wir Lust haben. Und wenn ihr dabei seid, seid ihr dabei. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Schreibt was Nettes in die Kommentare, wenn ihr Bock habt. Wenn nicht, dann nicht. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Euer Valle Gaming. Bye, bye.